So, hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Meine liebe Fische und Fische-Aszendenten. Wir wollen jetzt mal für euch gucken, was der Monat Mai für Tendenzen hat. Denkt daran, es ist eine allgemeine Legung, das kann nicht auf jeden zutreffen. Aber ihr könnt euch trotzdem vielleicht einige Sachen rausziehen, sage ich jetzt mal. Guckt euch sonst bitte nochmal euren Aszendenten an. Wenn ihr spezielle Fragen habt oder Probleme im Moment habt, egal was es ist, könnt ihr in der Infobox unten ist meine Webseite verlinkt. Da könnt ihr drauf gehen und dann könnt ihr bei mir auch eine private Legung buchen, wo wir dann wirklich direkt und auf euch auch direkt oder ich dann direkt auf euch eingehe und auf eure Fragen. Oder schaut einfach mal so vorbei. Lasst mir einen netten Kommentar da. Im Gästebuch freue ich mich auch drüber. Und ich habe jetzt, wie gesagt, auch viele neue Decks mit dabei. Die zeige ich euch jetzt hier nach und nach. Das ist ein großes Reading für den Mai, um auch ein bisschen mehr in die Tiefe auch reinzugehen. Ich hoffe, ihr guckt es euch bis zum Schluss an, weil ich glaube, dass hier, das war bis jetzt in jeder Legung so, sehr viele interessante Botschaften für euch mit drin sind, für die verschiedensten Lebensbereiche. Es kommt immer darauf an, was die Karten mitzuteilen haben. Ich bin oder fungiere ja hier in dem Sinne nur als Medium. Und gut, ich interpretiere das zwar, aber ich lasse die Energien mal auf mich wirken, was da jetzt kommt und wer sich da angesprochen fühlt. Aber wie gesagt, es sind allgemein für die Sternzeichen immer hilfreiche Sachen mit dabei, auch wenn es manchmal nicht direkt den Punkt trifft, weil dafür sind wir Menschen auch einfach zu unterschiedlich. Deswegen guckt euch euren Aszendenten auch nochmal mit an. Ja, und dann würde ich sagen, wir starten mal. Und zwar habe ich auch neue Decks dabei, das heißt einmal das Drachenorakel, dann habe ich die Elben mit drinne, das Volk der Elben, Schutzengelkarten, noch andere Engelkarten mit dazu, dann habe ich die Tierbotschaften und so, die kennt ihr schon. Dann habe ich hier diese großen, die hier liegen, das ist das Röhricht-Tarot und die fantastischen Welten sind das. Der fasst da nochmal verschiedene Tarot-Decks und Symbole und so weiter auch zusammen. Das ist sehr interessant. Allmählich finde ich mich jetzt auch da rein in neue Kartendecks, sage ich mal, muss man sich auch immer erstmal so ein bisschen reinfühlen. Was liegt einem, ne? Was vermittelt einem was? Und ich habe noch ein Sonne, Venus, Mond auf Erden Kartendeck mit da drinne. Das ist das schöpferische Werden, sag ich mal, das geht auch noch mal so ein bisschen mehr in die Tiefe. Das ist ja momentan auch unsere Aufgabe. Und dann würde ich sagen, wir fangen mal an. Ich klinge einmal unsere Klangschale noch an, damit wir uns auf die Legung einstimmen können. Auch ihr schließt von mir aus gern dabei die Augen. Das ist ein Herzton, der jetzt hier rüberkommt. So, dann wollen wir mal schauen, was bei euch los ist. Ich fange mal mit der Schutzengelkarte an. Und zwar ist das der Engel der Gesundheit. Ich zeige euch die Karten auch immer. Ich hoffe, ich vergesse keine. Innere Stärke und Achtsamkeit sind der Schlüssel für deine Gesundheit. Das heißt, das bedeutet auch, du sollst ein bisschen auf deine Gesundheit achten. Denn wenn du dich im seelischen Gleichgewicht befindest, stärkst du sogleich deinen Körper und strahlst diese Energie und Vitalität nach außen aus. Durch Meditationsübungen kannst du dein inneres Gleichgewicht finden und lernst, auf deinen Körper zu hören. Dein Engel wird dir helfen, dass du physisch und psychisch entspannt und stabil bist. Diese Karte habe ich jetzt schon bei mehreren Readings gehabt, obwohl ich mische die immer wieder, aber
Da muss das ja auch was zu bedeuten haben, wenn diese Karte auch bei mehreren Sternzeichen. Wir sind ja im momentan durch die Corona-Krise, sag ich mal, sowieso alles rund um die Gesundheit. Und selbst wenn wir uns überall schützen und so weiter, kriegen wir trotzdem eine normale Erkältung oder Stress, viel Arbeit, der psychische Stress, der da herrscht. Und das sind ja so viele Dinge, sag ich mal. Und dann müssen wir uns natürlich auch auf unsere eigene Gesundheit auch ein bisschen besinnen. Das erste Mal, sag ich mal, habe ich jetzt, sind diesmal zwei Elbenkarten gefallen aus dem Elbenreich. Nicht mit Elfen verwechseln, bitte. Einmal diese hier, das ist Landas Botschaft, der Frieden kommt zu dir. Tolle Karte, ne? Wahnsinn. Da gucke ich auch gleich nochmal nach. Und wie gesagt, das erste Mal, also bei den ganzen Readings, die ich jetzt gemacht habe, sind zwei Karten gefallen. Und dann habe ich gedacht, naja, dann muss es wohl auch so sein. Dann ist das diese hier, auch eine sehr schöne Botschaft, die habe ich auch schon mal gehabt. Neue Kräfte und neue Perspektiven werden durch Meditation in dir geweckt. Auch dieses, ne, sich auf sich selber besinnen, man hat die Welt in der Hand, zurück zu sich finden, sag ich jetzt mal. Ne? Das sagt der Engel der Gesundheit ja auch. Durch Meditation in sich gehen. Und das ist momentan sowieso, egal in welchem Reading ich das bis jetzt gehabt habe, das ist das Oberthema im Moment überhaupt für alle Sternzeichen. Und ich schätze mal, dass es auch so weitergeht. ich gucke aber jetzt noch mal eben für euch nach, wenn ich jetzt wüsste, wo ich das Buch... Ach, da. Das ist, wie gesagt, ganz niegelnagelneu. Das habe ich gestern erst bekommen. Das ist einmal die 39 und in diesen Karten steckt auch noch ein Zahlencode drin und eine Route, Rune, eine Route. Das ist das allgemeine Geschichte über den Landa, sag ich mal. Das steht ja hier auch mit drauf. Nun stehe ich hier und möchte euch meine Hand reichen als Freund, damit ihr die Völker der Menschen zurückfindet zu eurer wahren Natur. Ich reiche euch die Hand als Freund, damit auch ihr euch wiedererkennt als Freunde, als Brüder und Schwestern, als Gefährten, durch dick und dünn, als Verbündete gegen das Übel. Ihr sucht so sehnlich den Kontakt zu geistigen Wesen, zu den Elben und zu den Engeln und vergesst, dass eure nächsten Mitstreiter gegen Angst, Chaos, Krieg, eure Familie, eure Freunde, eure Familie und all jene, die ihr geliebt sind. Einst war ich ein angesehener Krieger, ich habe gekämpft, ich habe mich mit Blut beschmutzt und ich trug ein schweres Herz in meiner Brust. Das ist lange her, jetzt gibt es keinen Krieg mehr für mich. Doch in eurer Welt ist noch Krieg. Krieg und Liebe werden im Herzen, im Herzen geboren. Beides ist ein äußerer Ausdruck all dessen, was im Inneren herrscht. Versteht, dass der Frieden, die Liebe, der Hass ein Ausdruck von Gefühlen und Emotionen sind. Deshalb verurteilt den Krieg nicht und verurteilt auch die Krieger und Kriegerinnen nicht. Sie sind die Hoffnung, die sie, denn sie lehren euch, dass Krieg immer im Herzen stattfindet. Und erst dann der Frieden und die Liebe herrschen können, wenn ihr aufhört zu verurteilen. Ihr selbst seid zuweilen im Krieg mit in eurem Herzen. Wenn ihr über andere schimpft, dann herrscht Krieg in euch. Frieden ist in mir, in meinem Herzen, in meinen Gedanken, in meinen Worten und in meinen Taten. Na, das ist doch eine klare Botschaft. Die magische Zahl dieser Karte ist die 3 und die dazugehörige Rune ist Turisas. So, die 3 steht für, ist eine zerstörerische Kraft, Krieg und Chaos liegen darin verborgen. Ach Quatsch, das ist ja nicht die Zahl 3, das ist die Rune. Wir wollen ja erstmal die Zahl 3 machen. Da. Möchte dir sagen, dass es jetzt gut für dich ist, dich um deine Seelenfamilie zu kümmern. Jene im Hier und auch jene in anderen Welten. Nimm Kontakt auf und sage ihnen, dass du sie liebst und brauchst. Sie werden dich hören.
Du wirst im Kreise der Herzen, die eng mit dir verbunden sind, Kraft und Heilung und Antworten finden. Die drei will dich lehren, alles zu beobachten, nicht immer wieder die Position eines, nimm wieder die Position eines Beobachters ein, dadurch wird dir Weisheit zuteil werden. Das Kraftfeld der drei ist Vielfalt, Schöpferkraft, die Überwindung von Dualität sowie das Verstehen und Sehen der göttlichen Welt. So. Und die Rune dazu ist, wie gesagt, eine zerstörerische Kraft. Krieg und Chaos liegen darin verborgen. Doch Turiyas gehört in unsere Welt. Wir brauchen diese Kraft, um unsere Wege zu gehen, um im Fluss des Werdens und Vergehens zu sein. Das bedeutet Leben. Ohne die Finsternis gäbe es kein Licht, ohne Krieg kein Frieden. Dieses Symbol muss mehr als alle anderen verstanden und verinnerlicht werden. Auf deinem Weg wird deine Weisheit erwachen und du wirst nach und nach beginnen, diese Rune zu verstehen. Die Erkenntnis wird in dir erwachen, dass wir manchmal das Chaos benötigen, um Dinge zu lösen oder voranzutreiben. Doch Turiyas steht auch für Gleichgewicht, für den Blitz des Erwachens, Überwindung von Hindernissen, Vernichtung von Gefahr sowie Feuer, das einen fruchtbaren Boden erschafft, da es Altes und Negatives zerstört. Ganz super. Dann haben wir hier noch die 16. Neue Kräfte und neue Perspektiven werden durch Meditation in dir erweckt. Elben meditieren, sie tun oft dies tagelang, sogar monatelang. Für sie ist die Meditation die Zeit der Stille und des Verschmelzens mit allem, was ist. Dadurch schöpfen sie neue Kraft und ungeheure Kraft, aber auch Wissen. Sie verschmelzen mit der Natur, mit deinem uralten Wissen, das jeder Stein in sich trägt. Wissen, das in allen ist, denn alles, was wird von der göttlichen Quelle durchdrungen. Sie senden ihren Geist hinaus in die scheinbare Unendlichkeit des Universums und tauchen in das Flüstern der Sterne und Planeten ein. In der Welt der Elben gibt es kaum noch offene Fragen, doch unser menschlicher Wissensdurst ist noch lange nicht gestillt und so mache dich auf die Suche nach all deinen inneren Kräften und nach Antworten. Nur wer sich auf den Weg macht, ein Suchender oder eine Suchende ist, kann finden und ein Entdecker werden. Dazu brauchst du Kraft und Entschlossenheit, aber auch eine Prise Abenteuerlust. Es ist an der Zeit, um neue Perspektiven nachzudenken und deine Kräfte aufzutanken. Und das klappt am besten mit der Meditation bzw. mit in sich gehen. Die magische Zahl ist hier die 7 und die Rune ist die Gebo. Die 7 möchte dir sagen, dass du jetzt in der Magie des Herzens oder deinem Herzen vertrauen sollst. Dir wird ein Licht geschenkt, das dich tief mit dem Mysterium deines Lebens verbindet. Noch mehr als sonst sollst du die nächsten Tage deinen Weg mit Liebe füllen. Liebe jeden Moment, liebe alles und jeden und du wirst selbst zur Magie deines Herzens werden. Das Kraftfeld der 7 ist wie eine magische Lichtpforte. Es ist der Tod, die Geburt, die Vollendung eines Abschnittes, Magie sowie Licht. Die 7 bringt neue Wege. Und die Rune dazu. Die Rune steht für ein ausgeglichenes Geben und Nehmen, ne? Ausbalancieren, sage ich jetzt mal. Auch schwingt in ihr ein ausgeglichener erotischer Aspekt, der ebenfalls auf der Balance von Geben und Nehmen beruht, so dass sich jeder wohlfühlt. Zu viel Geben ist ebenso negativ wie zu wenig Geben. Das rechte Maß ist gefragt. Gebo warnt auch vor der niederen Schwingung von Schulden oder anderer materieller Abhängigkeiten. Diese Rune will dir die Hingabe und die Selbstaufopferung auf dem Weg der Seele aufzeigen. Gebo lehrt dich zu verstehen, dass das Selbstopfer die größte aller Gaben ist und für jene, die göttliche Weisheit und göttliche Einweihung erfahren möchten, unumgänglich ist. Denn bei jeder Einweihung opfert der Eingeweihte ein Stück von seinem alten Sein. Gebo ist die Rune der Geschenke, der Treue, der Vereinigung von Mann und Frau und der Ehrung unserer Ahnen und der Götter durch Opfergaben. Sehr schön. So, ich packe die mal hier rein in die Schale. Naja, die passen natürlich nicht alle da rein, sag ich mal.
So, ich nehme das mal beiseite, weil das ist Anfang, Mitte und Ende April, Mai. Und dann wollen wir mal schauen. Ich lege erstmal alle auf, damit ich mir auch einen Rundumblick, sage ich mal, verschaffen kann. Wir haben hier einmal das Ast der Scheiben oder der Münzen, das Ast der Münzen. Das ist aus dem Röhrichtarot. Da sage ich gleich noch was zu. Dann haben wir hier einmal die fünf Schwerter aus dem normalen Tarot und dem Bube der Münzen. Wir haben aus dem Seelenorakel den Mond. Das heißt, das steht wieder für Gefühle in euch gehen. Ne? Wir haben hier den Luftdrachen. Aus dem Engelstarot noch der Ozean. Lese ich auch gleich vor. Dann haben wir hier noch aus dem Liebestarot die Kraft. Wir haben das Krokodil der Transformation, das habe ich auch, glaube ich, schon mindestens zweimal gehabt. Und Kinder der neuen Zeit. Ja. Ja. Also da ist auf jeden Fall ein Neuanfang da. Das Ast der Scheiben steht auch für Erfolge oder Erfolg haben, sag ich mal. In Gefühlsdingen, dass ihr da in euch geht, das sagt hier auch der Mond. Wir gucken aber jetzt nochmal rein. Neuanfang ist da. Ihr kämpft hier auch um etwas. Ihr seid auch ein bisschen streitlustig, deswegen vielleicht dieser Hinweis, ne? Dass ihr einen kleinen Krieg führt, drücken wir das mal so aus, gegen was auch immer, vielleicht auch nur mit euch selber. So, gucken wir mal. Hier steht jemand auf dem eigenen Talent. Es gilt eigentlich nur, diese Qualitäten aus der Tiefe des Berges, Symbol unserer inneren Anlagen, zu heben. Allerdings ist die Gestalt gerade sehr damit beschäftigt, die Sterne vom Himmel zu holen. Sicher ist es richtig, den eigenen Träumen und Visionen, symbolisiert im Tarot durch den Trumpf der Stern, zu folgen. Dennoch ist es wichtig, selbst auf den höchsten Gipfel, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben, wenn wir diese Träume materialisieren wollen. Das heißt, ne, ins Materielle, sag ich mal, umwandeln wollen, diese Träume. Mit sehnsüchtigem Blick zu den Sternen, fest in der Erde verankert, ist denn auch ein gutes Motto für diese Karte in einer Legung. Sie ist oft ein Hinweis darauf, dass wir unsere Talente erfolgreich im Berufsleben einsetzen und sogar mit einem Herzensprojekt Kraft unserer Fähigkeiten selbstständig machen können. Eigeninitiative und Visionskraft sind ein sicheres Erfolgsrezept. Denn denken wir nur an das Bergmotiv. Na, das ist jetzt aus der Lyrik hier. Eine Karte des Selbstvertrauens und der Vitalität, allerdings nur dann, wenn wir gewillt sind, die notwendigen Schritte auch als tatsächlich anzugehen. Also der Grundstein ist gelegt und Selbstheilungskräfte, ne? Ja, geht es hier wieder auch um die Gesundheit, sag ich mal. Nur wenn ihr zentriert auf euch selber seid, wenn ihr genau wisst, was ihr wollt, Visionen habt, sag ich mal, müsst ihr trotzdem auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Aber hier sind, ihr baut auf diese Erfolge, die ihr bis jetzt gehabt habt, auf oder wollt darauf aufbauen. Natürlich ist das kein einfacher Weg. Deswegen hier auch die Kraft. Ja, jetzt setze ich das auch so allmählich für mich zusammen, sag ich mal. Die fünf Schwerter sagt eigentlich, ihr sollt euch den Konfrontationen stellen. Auch wenn da Anfeindungen sind, wenn ihr um etwas kämpfen müsst, ne?
Ihr steht hier mit erhobenen Schwertern und sagt, dann kommt doch. Ich weiß, was ich will. Manchmal steht diese Karte auch dafür, dass man ausgenutzt wird. Aber von diesen Beziehungen oder von diesen Menschen sollt ihr euch auch distanzieren. Aber ihr sollt euch definitiv dieser Konfrontation stellen. Also nicht davor weglaufen. Es sind hier vielleicht auch einige Machtkämpfe auszufechten, sag ich jetzt mal. Und diesen Kampf, um eure Visionen, die ihr hier habt, auch durchzusetzen, muss man natürlich kämpfen. In den seltensten Fällen kommt man da ohne Probleme mal eben so hin. Der Neuanfang ist auch hier da. Er steckt noch in den Kinderschuhen, aber ihr seid dabei. Hier. Definitiv. Auch gute Gelegenheiten. Aber ihr müsst das auch verteidigen. Ihr sollt euch dieser Konfrontation, wenn da Anfeindungen oder irgendjemand sagt, ach, das schaffst du ja sowieso nicht, oder sich euch entgegenstellt, sag ich mal, er steht hier auf dem Schlachtfeld, ne? Wie gesagt, das kann Feindschaft sein, dass man ausgenutzt wird, und dagegen sollt ihr euch wehren. Das sollt ihr euch nicht mehr gefallen lassen. So kommt das hier für mich rüber. Das habt ihr nämlich nicht nötig. Und deswegen ist auch diese Gesundheit so wichtig, weil ihr diese Kraft auch braucht. Zentriert euch in eurer Mitte. Meditiert von mir aus. Und wenn ihr euch irgendwo nach der Arbeit unterwegs seid, setzt euch irgendwo hin in den Sonnenschein auf eine Bank. Und Krieg und Frieden, ne, hat er vorhin hier schon super erklärt. Und darum geht es hier auch. Damit ihr da auch gewappnet seid. Also tut für euch selber etwas. Seelisch sowie auch gesundheitlich. Das hat mit Ernährung, das hat mit sehr vielen Sachen zu tun. Dann habe ich ja hier aus dem Liebesorakel die Kraft. Ne? Ich habe die Kraft, Nein zu sagen und zu gehen. Sagt auch nochmal alles. Ne? Auch mal lernen, Nein zu sagen. Ich bin der Meinung, hatten wir das nicht bei euch schon mal? Gut, ich lege ja jeden Monat die Karten neu, sag ich mal. Und die Karten, ja, sind ja für die Allgemeinheit, aber das kommt mir so bekannt vor. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das bei euch war. Und da habe ich die Bestätigung von euch aber auch erhalten. Ich müsste, war das bei den Fischen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau, aber wenn, dann fällt diese Karte nochmal. Habt die Kraft, auch mal Nein zu sagen und zu gehen. Und zu sagen, nein, das mache ich jetzt nicht. Du manipulierst mich nicht. Du nutzt mich nicht weiter aus. Ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Boing. Ich drücke das jetzt mal. Ich bin ja immer so, das muss ja so kurz und knapp erklärt werden. Ja, dann haben wir hier noch den Ozean von den Engeln. Das tiefe blaue Meer spricht zu deiner Seele, heilt und besänftigt dich. Ne? Wasser, Ozean, ne? Meine lieben Fische, das seid ja total ihr. Selbst dein freudiger Gedanke, in sich heilende Fluten einzutauchen, wird zu wünschenswerten Resultaten führen. Noch besser ist es, wenn du dich physisch in der Nähe des Ozeans aufhält. Erlaube seiner Macht und Schönheit, alle Sorgen und Ängste wegzuwaschen. Auch eine ganz klare Botschaft. Dann haben wir hier noch das Krokodil, was ja auch im Wasser lebt. Das habe ich auch, wie gesagt, schon mehrmals gehabt. Diese Urängste und alte Blockaden können jetzt überwunden werden. Tiefsitzende Wunden finden Heilung. Ihr transformiert euch. Es ist bei euch eine Transformation in Gange. Super. Das bestätigt auch dieses Gesamtbild wieder. Und dann haben wir hier Kinder der neuen Zeit. Evolutionäre Entwicklung. Eintauchen in die freie Energie des Kosmos. Ihr seid Kinder des neuen Zeitalters hier. Evolutionäre Entwicklung. Vielleicht wächst ihr jetzt auch ein bisschen über euch hinaus. Ihr seid ja sehr gefühlvolle Zeichen, sag ich jetzt mal. Und
Ja, ich gucke noch mal für euch speziell hier noch mal rein. Da noch etwas Besonderes drin steht. Warte mal, Kinder der neuen Zeit. Muss das jetzt erstmal finden hier. Da. Ich habe es gefunden. Ich lese mal eben. Das Licht der Liebe führt dich zurück in deine Kindheit. Sieh dein inneres Kind. Was hat es begeistert? Was hat es mitgebracht? Wo wurde es nicht gehört? Wo wurde es nicht gesehen? Wo wurde der natürliche evolutionäre Impuls unterdrückt? Welche Glaubenssätze erlauben dir, nicht in deiner einzigartigen Kraft zu erblühen? Ja? Nimm dir Zeit, lass es Szenen aus deiner Kindheit an dir vorbeiziehen. Was hättest du dir gewünscht? Was hättest du dir von den Menschen gewünscht, denen du dich so tief anvertraut hast? Erlaube, dass die Venus zusammen mit der Sonne ihr Licht in all die unbewussten Speicher hineinlenkt, damit das Potenzial und die Lichtkraft des inneren Kindes freigelegt wird. Erlaube dir zu heilen, dich auszurichten im Licht der Liebe und das in deinem Leben zu verwirklichen, was dein Herz zum Singen bringt. Lebe deine Träume. Da haben wir es wieder. Das ist eine tolle Botschaft. Super. Dann noch mal der Mond. Der Mond weiß ich aber, so weiß ich, ach, das liegt ja direkt hier. Ich weiß, dass es da auch darum geht, den Zyklus des Mondes zu folgen und er lädt dich auch ein, in dich zu gehen. Der Mond verbringt genauso viel Zeit im Licht wie im Dunkel. Und an das Gleichgewicht will er dich jetzt erinnern. Konzentrierst du dich vielleicht allzu sehr auf deine Leistungen, äußeren Erfolge oder auch das gesellschaftliche Leben? Oder versteckst du dich bereits zu lange vor der Außenwelt, vermeidest den Kontakt mit anderen Menschen und zeigst dich nicht? Meditiere auf der Bedeutung des Zyklen des Mondes, sag ich ja. Und lass dich von ihm sanft aus der Bodenlosigkeit deiner Situation herausführen. Kehre in die Welt der menschlichen Verbundenheit und Kommunikation zurück. Lass dir vom Mond aber auch helfen, Zeit für dich zu finden, Zeit für Gefühle sowie deine grundlegenden Bedürfnisse als Mensch und spirituelles Wesen. Ja, Anfang des Monats heißt es für euch. Ihr habt Wünsche und Träume. Ihr sollt in eure Kindheit zurückgehen. Was habt ihr da euch gewünscht? Was wurde da unterdrückt? Der Erfolg der Ast der Scheiben sagt, ihr könnt euren Traum verwirklichen, müsst aber auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Ihr müsst jetzt was für eure Gesundheit und eure Seele tun, damit sich ja auch diese alten Blockaden, sag ich mal, die ihr euch selber stellt, lösen. Ihr könnt euch dann dieser Konfrontation stellen. Ihr braucht euch nicht mehr ausnutzen zu lassen, gerade wenn man das Gefühl hat, und das eigentlich merkt ihr das auch, wenn da ein Mensch ist, vielleicht nicht gleich von Anfang an, aber wenn da ein Mensch ist, der euch ausnutzt, sag ich mal, das braucht ihr euch nicht mehr gefallen zu lassen, denn der Neuanfang ist da. Ihr müsst euch aus diesen alten Mustern lösen. Das müsst ihr loslassen. Ihr müsst euch was heißt, ihr müsst euch? Ihr könnt euch transformieren, wenn ihr wollt. Das liegt natürlich in eurer Entscheidung, ne? Aber so zeichnet sich das hier ab. Und die Kraft zu haben, Nein zu sagen. Das will ich so nicht mehr. Ich will das jetzt anders haben. Und sich das auch nicht mehr. Ihr seid auch gewappnet. Ihr steht hier und sagt, so, dann kommt doch. Aber dafür braucht ihr natürlich Kraft und eine gute Gesundheit
innerlich auch. Gesundheit ist ja nicht immer nur das Körperliche, aber es spielt ja doch immer beides auch zusammen. Ihr wisst, glaube ich, was ich damit meine. Dann gucken wir mal weiter. Oh, meine Süßen, ich habe etwas vergessen, fällt mir gerade ein. Und zwar die Lenormand. Gut, dann mische ich die jetzt mit euch zusammen. Vielleicht hat das auch was zu bedeuten. Bei den Elben sind zwei Karten gefallen. Und jetzt sehe ich gerade, dass mir die Lenormand-Karten fehlen. So, dann brauche ich von euch, liebe Lenormand, das habe ich ja bei den anderen auch gemacht, dann will ich euch natürlich nicht vergessen. Vielleicht sind hier nochmal extra Botschaften. Da. Ihr sucht die Harmonie, Ruhe und Frieden. Da sollt ihr ja auch wieder ankommen, ganz klar. Bestätigt das auch nochmal. So, jetzt brauche ich noch eine Karte. Da ist sie. Und da seid ihr selber. Und zwar die Hauptperson. Im Moment seid ihr noch auf der Warteposition. Ihr seid da noch passiv. Feminin, also ihr seid noch unsicher, was das angeht. Aber das spricht auch wieder dafür, das ist eine Fischekarte und das ist auch eine Fischekarte, meine Lieben. Krebs, Skorpion und Fische, alle beide sind hier gefallen, aus eurem Zeichen. Also erstmal abwarten und passiv bleiben, guckt euch die Sache genau an. Und das sagt ja auch, ihr müsst diese Kräfte jetzt erstmal sammeln und für eure Gesundheit was tun, in euch gehen, damit ihr das, was ihr hier erreichen wollt, auch erreichen könnt. Und der Neuanfang ist da. Euch spukt da auch was im Kopf rum. Ihr habt was vor. Es steckt noch in den Kinderschuhen. Im Moment heißt es jetzt hier, um das alles zusammenzufassen, sammelt eure Kräfte, geht in euch, kommt zur Ruhe. Stärkt euch auch seelisch, denn ihr wisst, was ihr wollt und wo ihr hin wollt, aber ihr müsst natürlich auf dem Boden der Tatsachen, sag ich mal, bleiben. Und dafür ist es eben dann auch wichtig, um diese Saat zu sehen, da wo ihr hin wollt, dass es auf fruchtbaren Boden fällt. Aber dazu, ihr macht euch Anfang Mai dazu auf den Weg. Aber erstmal ist es wichtig, dass diese Harmonie in euch auch wieder hergestellt wird. Gut, das bestätigt das ja nochmal. Sehr schön. Dann gucken wir mal weiter. Mitte Mai. Das Ass der Schwerter. Klare Gedanken. Aha, also klärt sich da was. Super, das ist doch eine tolle Karte, oder? Schwerter haben ja immer etwas mit Kampf zu tun. Dann haben wir hier den Ritter der Kelche, da sind wir wieder im Gefühl. Und gute Nachrichten, sag ich mal, die sechs Stäbe, sehr schön. Das heißt, da kommt definitiv was in Gange, also seid ihr da wirklich am Arbeiten. Sehr, das freut mich. Dann haben wir hier Unternehmergeist aus dem Engelstarot. Feuer- und Wasserdrache bringt dein Leben mit Kraft in der Liebe in Fluss. Sehr schön. Aus dem Liebesorakel haben wir, allein die Zeit wird es zeigen. Ja, es braucht noch ein bisschen Zeit, ist schon klar. Aber hier der Ritter der Kelche, der ebnet euch so ein bisschen den Weg und das hier auch. Dass eure Bemühungen auf fruchtbaren Boden fallen. Dann haben wir hier die Verjüngung, den Lachs, den habe ich auch schon gehabt. Und Venus im abnehmenden Mond, ich liebe und achte mich selbst, habe ich auch schon gehabt. Also bestimmte Sachen wiederholen sich hier immer wieder. Ich fasse das manchmal echt nicht, ne? Und der Kojote. Auch wenn es manchmal so aussieht, ich weiß, was diese Karte bedeutet. Die habe ich ja jetzt schon mehrmals gehabt. Da kommen wir aber jetzt gleich noch zu. Und hier brauchen wir natürlich dann auch jetzt nochmal zwei Ergänzungskarten aus dem Lenormand. Die mische ich jetzt mal eben für euch. Tut mir nur leid, die habe ich vorhin mal, gut, bei den ganzen Kartendecks habe ich das übersehen, aber mir ist es ja aufgefallen. Denke ich, irgendwie fehlen doch hier zwei. Was haben wir denn hier mit etwas schwanger gehen? Aha, das ist diese
diesen Aufbruch, diesen Gedanken, den ihr habt, was ihr vorhabt. Und da haben wir wieder den Mond. Ihr seid noch in der Phase drin, wunderbar. Dann ziehe ich gleich für Ende des Monats auch noch mal zwei Stück, damit ich die nicht gleich noch mal wieder neu mischen muss. So. Ja, also. Also ihr seid voll im Prozess. Es kann sein, dass sich da noch ein paar Schwierigkeiten oder sagen wir mal, dass man manchmal das Gefühl hat, oh Gott, ne, ich, deswegen braucht ihr diese Kraft. Der Kojote zeigt sich manchmal so, dass man erst das Gefühl hat, oh Gott, was passiert jetzt schon wieder? Aber das hat seinen Grund, dass du hier auf Umwege geschickt wirst. Um nämlich letzten Endes dahin zu kommen oder dir den Weg bereiten, dahin zu kommen, sag ich mal, wo du wirklich hin willst. Das bedeutet diese Karte. Ass der Schwerter. Moment. Gucken, ob da noch. Und mehr drin steht als das, was ich sowieso schon weiß. Guck mal eben. Ja, Ass der Schwerter steht für eine Herausforderung im Weg, sag ich mal. Das, ihr habt euch ja auf den Weg gemacht. Diese Herausforderung nehmt ihr aber auch an. Nehmen wir es mutig auf, wie derzeit Artus sein Excalibur. Ergreifen wir die Flucht oder gehen in die Defensive? Klar, dass wir uns für Auseinandersetzungen bereit machen müssen. Ne? Hatten wir an Anfang des Monats, könnt ihr euch daran erinnern? Und wenn dies nur durch die strategische Organisation der eigenen Gedanken geschieht, ne? Da sind wir wieder bei euch. Neue Ideen und Projekte sind derzeit sicher keine Mangelware. Das heißt, ihr habt da viele Ideen. In einer Legung weist die Karte häufig darauf hin, dass wir unser Denken besser strukturieren und ordnen müssen. Sehr guter Hinweis. Es ist nun Zeit, Gespräche mit anderen zu suchen, um Theorien zu überprüfen und in der Praxis umzusetzen. Dabei sollten wir auch vor Streit nicht zurückschrecken, ne? Hatten wir ja. Schließlich geht es auch darum, die eigenen Ideen im Außen zu verteidigen und eigene Zweifel auszuräumen. Dabei sollten wir uns jedoch nicht in rhetorische Spitzfindigkeiten verlieren oder Wortgefechte als Selbstzweck betrachten. Wer klar kommuniziert, führt. Gesunde Gedanken schaffen einen gesunden Körper. Ne? Seht ihr, wie sich das wieder vereinigt? Am Anfang war das Wort. Und die Worte wollen manchmal gut gewählt werden. Aber wir haben hier auch den Ritter der Kelche, der ja praktisch für Liebe und Glück steht, für freundliche Atmosphäre. Vielleicht kommt man auch freundlich auf euch zu und entgegen, vielleicht weil ihr euch gewehrt habt und auch einfach mal gesagt habt, nein, ne? Hatten wir ja auch. Es ist eine harmonische Stimmung da, also zum Mitte Mai, sag ich mal, ja, stellt sich so eine Harmonie auch wieder ein. Es kommen auch gute Nachrichten hier rein. Erfolgsnachrichten, sage ich mal, am Ziel praktisch zu sein, von euren Gedanken her. Das heißt, es tun sich hier Wege auf. Man kann das ja nicht immer wortwörtlich nehmen, aber gute Nachrichten definitiv und Probleme lösen sich, indem ihr nämlich Gespräche führt und euch darüber unterhaltet, was ihr vorhabt, was ihr denkt. Das bringt ja auch wieder die Klarheit in einem selber auch heraus, ne? Also ich finde dieses Bild hier unwahrscheinlich toll von dem Ass der Schwerter. Damit ihr diese klaren Gedanken auch bekommt, benötigt ihr Gespräche. Mit euch selber und auch mit anderen. Wir haben hier noch auch wieder eine Karte aus eurem Sternzeichen für Krebs, Skorpion und Fische. Mit etwas schwanger gehen, nämlich mit eurer Idee. Es kann auch wirklich eine Schwangerschaft oder
dass ihr vorhabt, eine Familie zu gründen. Auch das kann natürlich sein. Auch das kann manchmal mit Kampf und Gedanken und wollt ihr das wirklich und so weiter zu tun haben, sag ich mal. Glaube ich aber in diesem Fall nicht, sondern es geht hier um diesen Gedanken, um das, was ihr vorhabt. Damit geht ihr schwanger, auch weiterhin. Da heißt es aber auch Ordnung schaffen und dass hier auch eine Heilung reinkommt. Und das hat mit diesen Gesprächen auch zu tun. Aber ab Mitte Mai, sag ich mal, sieht es super aus. Hier haben wir nochmal die Gefühle, den Mond. Den hatten wir ja eben Anfang des Monats auch, nur hier in einer etwas anderen Variante. Anerkennung, Erfolge, mediale Fähigkeiten und achtet auf eure Träume. Da werdet ihr auch Hinweise bekommen. Dann haben wir hier den Lachs, die Verjüngung. Du wirst immer mehr eins mit der Quelle deines Seins. Erfolg und eine erfüllende Aufgaben und erfüllende Aufgaben kündigen sich an. Super. Feuer- und Wasserdrache bringt dein Leben mit Kraft der Liebe in Fluss. Wenn ihr nämlich bei euch seid, in Liebe, göttliche Liebe, in dieser Meditation in euch zu gehen. Also ihr seid auf einem super Weg hier. Befreie dich, bereite dich auf eine Veränderung und schnelles Vorwärtskommen vor. Erwarte das Unerwartete, viel Vergnügen. Das hört sich doch positiv an, oder? Also hier sieht ja auch Liebe und Glück, gute Nachrichten. Also da wird sich Mitte des Monats was tun für euch. Da wird definitiv was passieren. Und liebesmäßig, sag ich mal, das kann auch in euch sein. Allein die Zeit wird es zeigen, dass es natürlich nicht von heute auf morgen kommt, sag ich mal, ist auch ganz klar. Manchmal werdet ihr vielleicht noch auf kleine Umwege geschickt, aber ihr sollt da dranbleiben, vertraut euch. Und hier haben wir nämlich auch aus dem Engelsorakel den Unternehmergeist. Eine selbstständige Tätigkeit ist für deine Disposition und Intention die beste Art der Beschäftigung. Dein eigener Herr zu sein, erlaubt dir, deiner Intuition und göttlichen Führung besser folgen zu können. Wir sind deine Kollegen und Teammitglieder, die dir loyal zur Seite stehen und dafür sorgen, dass du in jeder Beziehung erfolgreich bist. Die Karte habe ich auch schon mal gehabt. Auch bei diesen Legungen. Also im Moment geht es viel um die Eigenverwirklichung, um die Eigenliebe, in uns zu gehen, was wir wirklich wollen, was nicht mehr gut für uns ist, loszulassen. Das ist wirklich in jeder Legung wirklich immer das Gleiche. Dann haben wir hier, aber wie gesagt, das ist dieser also eine Selbstständige, deswegen, ich habe hier auch das Gefühl, es geht hier um eine Selbstständigkeit. Und da seid ihr auf dem Weg und auch hier wirklich auf einem guten Weg, auch wenn man am Anfang oder vielleicht, wie gesagt, noch mal ein paar Umwege machen muss. Aber das soll so sein, um dich auch darauf vorzubereiten. Venus im abnehmenden Mond, Selbstachtung, Reinigung und Demütigung in der Liebe. Ich liebe und achte mich selbst, euch selber. So in der Art hatten wir das doch, glaube ich, eben auch, oder? Ähnlich. Ja, das war die Kinder der neuen Zeit. Kommen mir immer so bekannt vor, weil bestimmte Karten immer wieder auftauchen. Das ist echt verrückt. Ja, klar, haben wir. Wie gesagt, da brauche ich nicht nachlesen. Die kenne ich inzwischen, die Karte. Die fällt nämlich nicht das erste Mal, deswegen weiß ich, was sie bedeutet. So, dann wollen wir mal Ende des Monats gucken. Was haben wir denn da? Da haben wir die Prinzessin der Schwerter. Da wird wieder gekämpft. Ritter der Schwerter. Sechs der Schwerter. Meine Güte, was ist denn da bei euch los? Das kann hier mit dem Kojoten noch was mit zusammenhängen. Ja, hier haben wir aber auch den Schlüssel. Hier haben wir das Schriftliche, das Oberflächliche. Dann haben wir hier den Seher, der schwarze Drache, der euch in ein Kokon packt und euch beschützt. Richtet dir auch deinen Fokus auf Dienen. Dein Hilferuf ist schon angekommen. Sehr schön. Drache, Befreiung, Entfesselung. Ah ja.
und Hathor, Sonnenwesen der Liebe und der Weiblichkeit. Halleluja. Na, da habt ihr ja was ausgelöst, sag ich mal. Aber wir gucken mal. Prinzessin der Schwerter. Da haben wir ja nur Schwerter um euch rum da. Prinzessin der Schwerter. Wo ist sie denn? Da. 16. Rebellion. Ihr rebelliert. Sieg über Stimmung aus der Umwölkung zur Klarheit. Lebendig, idealistisch und voller Ideen. Für diese kämpft die Prinzessin der Schwerter wortreich, überzeugend, aber auch mit scharfer Zunge. Überhaupt ist mit dieser jungen Dame nicht gut Kirschen essen, wenn man sie auf dem falschen Fuß erwischt. Ja? Ende des Monats kämpft ihr darum. Das könnte unter Umständen auch aus alten Verletzungen resultieren, die ihr geschlagen wurdet und aus deren Fesseln sie sich zu befreien versucht. Ja, das zieht sich durch den ganzen Monat durch. Ziehen wir diese Karte, so haben wir wohl ein Thema gegenüber eine kritische Haltung eingenommen. Dagegen ist nichts einzuwenden, doch sollten wir überprüfen, ob wir aus Trotz oder wirklicher Berechtigung eine Antistimmung aufrechterhalten. In jedem Fall müssen wir genau darauf achten, wie wir unsere Meinung vertreten. Es könnte nämlich sein, dass wir in unserem Eifer übers Ziel hinausschießen und uns so fruchtbare Diskussionen ausschließen. Oder schlucken wir derzeit zu viel hinunter? Schweigendes Grübeln ist auch genauso falsch, wie das Herz auf der Zunge zu tragen. Ja, also zu viel Schweigen ist nicht gut. Und wir haben ganz am Anfang, wenn ihr euch dran erinnert, hier den Ast der Scheiben gehabt, ne? Das, was ihr nämlich vorhabt. Das heißt, ihr macht euch zwar Mitte des Monats auf den Weg und da ist auch mal eine ganz harmonische Stimmung. Vielleicht, ihr kämpft auf jeden Fall darum, sag ich mal. Aber ihr müsst natürlich aufpassen, was ihr sagt, wem gegenüber ihr das sagt und aus welcher Haltung heraus ihr etwas sagt. Vielleicht gerade, wenn man wirklich mal angegriffen wird oder kritisiert wird, ne? Also der Ritter der Schwerter sagt ja auch, dass hier jetzt unruhige Zeiten sind. Jemand rauscht rein und macht Chaos. Kalte Aggressivität, Ungeduld, Unberechenbarkeit, sag ich mal. Also es kann auch eine aggressive Auseinandersetzung da sein. Und ihr habt euch ihr verabschiedet euch auch davon, oder ihr seid dabei, sich auf Neues eben auch einzulassen. Es wird ruhiger. Ihr macht euch hier aber, das ist ein zögerlicher Aufbruch. Also so ganz langsam, sagen wir das mal so. Weil, wenn ihr das natürlich hier was vorhabt, das heißt, ihr wollt wirklich in die Selbstständigkeit gehen. Oder es kann hier auch um eine Liebe gehen, ne? Wo ja auch oft das mal Streit und solche Sachen angesagt sind. Natürlich muss man, um etwas Neues anzufangen, auch etwas Altes hinter sich zu lassen. Und das heißt natürlich auch manchmal, sich diesen Konfrontationen zu stellen. Und dann kann einem natürlich sowas auch mal gegenübertreten, ne? Aber wir hatten ja ganz am Anfang, dass ihr da auch eben gewappnet seid. Deswegen ist es Anfang des Monats für euch unheimlich wichtig, dass ihr eure Gesundheit stärkt, in euch geht und euch selber stärkt und alte Sachen, alte Blockaden, die ihr in euch fühlt, auch bearbeitet, damit ihr nämlich da auch gewappnet seid, diesen Weg hier nämlich auch einzugehen. Also bei der Prinzessin der Schwerter sieht hier oben, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, da sind auch ganz viele Augen. Und diese Augen, kommt natürlich immer darauf an, was sehen diese Augen, was wollen diese Augen noch bearbeiten. Und aus welchem Grund tue ich dies oder das? Und das Wort auf der Zunge manchmal zu tragen, ist natürlich auch nicht richtig. Aber ihr sollt natürlich auch nicht euch fesseln lassen, sag ich jetzt mal, ne? Also
wieder dieses Geben und Nehmen im Ausgleich. Achtet ein bisschen darauf, was ihr sagt, zu wem ihr das sagt, um euch auch nicht selber damit zu schaden. Aber Auseinandersetzungen hier können definitiv auf euch zukommen, sag ich mal. Aber so wie ich das hier sehe, ist hier ein Aufbruch, ein zögerlicher Aufbruch zwar, aber ihr verabschiedet euch vielleicht auch von Menschen oder Situationen, wo ihr einfach merkt, das hat einfach so keinen Zweck mehr, ich lasse mich hier nicht mehr anbinden. Ihr seid da schon in der Klarheit drin, also es ist natürlich nicht ganz so einfach. Also so kommt das auch hier für mich rüber. Also Sicherheit und Zuversicht, offen sein, Erfolg, sag ich mal, habt ihr hier auch auf dieser Seite. Und das habt ihr hier noch zu bewältigen. Vielleicht ist hier auch noch was Schriftliches, das ist sehr oberflächlich gemeint. Das heißt, eine E-Mail oder ein Brief, den ihr verfassen müsst oder den ihr bekommt, der vielleicht auch dazu führt, sag ich jetzt mal. Aber auf der anderen Seite sehe ich hier auch, dass ihr euch auf den Weg macht und dass das auch gut wird. Dann haben wir hier auch noch aus dem Liebesorakel, dein Hilferuf ist schon angekommen, dein Gebet wird erhört werden. Richte deine Wünsche gerne auch an die Engel, sag ich mal, die sind bei dir. Und richte deinen Fokus auf Dienen, haben wir hier auch noch. Der größte Wunsch deiner Seele ist es, voller Begeisterung zu dienen und in einem ständigen Fluss ekstatischer Freude zu schwimmen. Dieser Fluss gibt dir kontinuierlich alles, was du brauchst. Richte deinen Fokus darauf, in jeder Situation und in allem, was du tust, in diesem Strom des Gebens und Nehmens zu bleiben. Eben, immer für das Gleichgewicht sorgen. Dann haben wir hier noch den schwarzen Drachen. Hüllt dich in einen Kokon ein, damit dein göttliches Potenzial wächst. Meditiere, reflektiere, mach mal eine Metamorphose durch. Guck mal, wie er dich da eingepackt hat. Siehst du das? Du bist geschützt. Das ist auch eine Schutzkarte, der schwarze Drache. Damit du dich weiterentwickeln kannst. Super, die habe ich auch schon gehabt. Dann haben wir hier noch den Seher, da gucke ich gleich nochmal, obwohl die habe ich auch schon gehabt. Dann haben wir hier Drache, Befreiung, Entfesselung. Das bestätigt mich eigentlich auch danach, da drin, dass sich es hier um Fesseln handelt, aus dem du dich befreien willst. Dynamische Kräfte helfen dir, dich zu entwickeln und von alten Fesseln zu befreien. Lerne den Drachen zu reiten. Und das als Fische, als sehr gefühlsbetonte, kann es da mal heiß hergehen. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch Hathor. Die habe ich jetzt noch nicht gehabt. Die niedrigste Schwingung einer neuen Dimension der Ekstase. Übe dich darin. Na, das hört sich ja interessant an. Da gucken wir doch mal, was das bedeutet. Die Hathor. Hathor erscheint in deinem Leben, um dich an den Klang der Vollkommenheit zu erinnern. Was schenkt dir Freude? Was bringt dein Herz zum Singen? So ähnlich hatten wir es am Anfang schon mal, ne? Was tut deiner Seele gut? Das Leben wurde dir geschenkt, um zu wachsen, zu reifen, dich zu entwickeln, zu erblühen und einzutreten in größere Bewusstseinsstufen und Liebesschwingungen. Hathor ist die ägyptische Göttin der Liebe. Sie wird in Frauengestalt mit Kuhhörnern und Sonnenscheibe oder auch als Kuh dargestellt. Sie wurde in allen Frauenangelegenheiten angerufen. Empfängnis, Niederkunft, Wehen, Schönheit, Pflege, Bewegung und Tanz, Klang und Musik und so weiter und so fort. Erscheint Hathor, so widme dich den Liebeskünsten. Tanze, singe, höre Musik, öle dich ein und genieße dein Sein. Ja, Hathor sagt dir, tu auch, du sollst für dich selber, für deine Weiblichkeit, wenn du eine Frau bist und wenn du ein Mann bist, genauso etwas für dich tun. Für dich selber. Die Göttin der Liebe.
Nur wenn wir uns selber lieben, ne? Ich glaube, ich brauche mich nicht zu wiederholen. Ja. Achte die Liebe auf all deinen wundervollen Wegen. Das ist auch eine tolle Botschaft, ne? Und wie gesagt, deine Gebete wurden ja auch erhört. Das kann, deswegen sage ich ja, es kann auf der einen Seite beruflich hier sein mit der Selbstständigkeit oder du willst praktisch aus deinem alten Leben weg. Das heißt, wenn es hier um eine Partnerschaft geht, genau das Gleiche. Richte den, also entweder ist es Liebe oder beruflich, eins von beiden. Wir gucken jetzt nochmal eben bei dem Seher rein. Obwohl, den habe ich auch schon gehabt. Das sind hier Legungen, Wahnsinn. Der Seher ermutigt dich, deiner Intuition zu vertrauen und ihr zu folgen. Womöglich fühlst du dich verloren, wenn er sich dir zeigt, meinst dich im Kreis zu bewegen oder möglicherweise in einem Labyrinth umherzuirren. Doch in den verborgenen Reichen haben die Regeln der Zweidimensionalität keine Gültigkeit. Verlass dich deshalb auf dein Bauchgefühl und achte auch auf alle Nuancen und subtilen Hinweise, die dir normalerweise entgehen. Der Seher lässt dich deiner Magie teilhaftig werden. Du bist genau, was du sein sollst. Deine Vision ist kristallklar. Wenn sich der Seher jetzt zeigt, dann um dich auszufordern, dass du aus der Verdrängung heraustrittst und anfängst, dir die Wahrheit über deine Lebenssituation einzugestehen. Wunschdenken bringt dich nicht ans Ziel. Ne? Das hatten wir vorhin schon mal mit den auf dem Berg stehen, sondern man soll auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Solange du dich weigerst, die Wirklichkeit anzuerkennen, wird sie nun einmal, wie sie nun einmal ist. Die Wahrheit mag wehtun, doch entlässt sie dich in die Freiheit, die ganze Fülle einzufordern, die du nur darauf wartet, dass du sie annimmst. Dies ist ein wahrhaft machtvoller Moment, denn der Seher bietet dir seine Medizin an. Bist du bereit, dann bitte den großen Geist um eine Vision, bitte ihn darum, dass er dir die Wahrheit zeigt, und zwar um jeden Preis. Ja, ne? Ja. Sobald du das tust, werden dir die Augen aufgehen und du wirst ein beeindruckendes Geschenk erhalten. Tja, meine lieben Fische, was soll ich dazu noch sagen? Ihr wisst, worum es geht. Ihr wisst, was ihr zu tun habt oder können, was ihr machen könnt. Das liegt in eurer Ermessen und je nachdem, was hier für euch, wo ihr euch wiederfindet, sag ich jetzt mal. Ich stecke ja nicht in eurem Leben um. Wir le reden hier von Hunderten von Menschen. Bei jedem spiegelt sich das ein bisschen anders weiter. Aber ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen was da rausziehen. Und es trifft auf einige zu und ich konnte euch damit helfen. Selbst wenn es nur einige Teilbereiche hier betrifft. Und ja, meine lieben Fische, ich wünsche euch alles Gute, Glück bei euren Wegen, auf euren Wegen. Und ich sage, wir sehen uns in Kürze wieder. Bis dann, meine Lieben, eure Prinzessin der Kelche.